Hallo, willkommen bei behindertbarrierefrei.de. Wir sind auf der RehaCare 2015 in Düsseldorf und heute freue ich mich ganz besonders, mit dem Gerd der neue T6 VW Bus vorzustellen. Gell? Genau, der Multivan oder der Bulli, sagt man ja auch. Ja? Der Bulli, genau. Gerd, der Hammer. Wir haben schon überall recherchiert, wo gibt es der T6? Wir haben ihn natürlich bei VW bei euch gesehen, ja. Aber noch nicht umgebaut ist ja der Hammer. Aber es geht heute nicht nur um Umbauten, sondern auch, was ist neu am neuen T6? Genau, dazu kann ich gerne ein bisschen was erzählen. Heute hier zwei Multivan in unterschiedlicher Ausstattung mit verschiedenen Zielsetzungen für die Zielgruppe, für verschiedene Behinderungen und eben auch verschiedene Sachen, die man hier an den Basisfahrzeugen dann sehen kann. Okay, du hast mir ja schon ein bisschen vorher erzählt, allein von VW selber sind ja schon einige Neuerungen reingekommen, die es ja Leute mit Handicap schon mal von Haus aus viel leichter machen. Erzähl mal ein bisschen was. Genau, da gibt es also einige Dinge, die wir jetzt neu auf den Markt gebracht haben mit der neuen Generation vom T6. In erster Linie sind das natürlich die Fahrerassistenzsysteme, die wir jetzt neu bieten. Automatische Distanzkontrolle zum Beispiel ist hier zu nennen mit einem sogenannten Follow-to-Stop-System, dass ich auch im Stau, wenn ich mich einem Stauende nähere, das Fahrzeug vollautomatisch anhält, die Stausituation erkennt und auch in der Lage ist, bei einer Autobahnfahrt, einer Kolonnenfahrt eine zuvor eingestellte Distanz zum Vordermann halten zu können. Okay, es gibt noch mehr Sachen, aber hier neben uns sitzt noch mal jemand, Willi. Markenbotschaft, das habe ich ja noch nie gehört. Ja? Da hast du dich auch mal vorstellen, Markenbotschafter bei VW, gell? Ja, mein Name ist Martin Braxenthaler. Ich komme eigentlich aus dem Sport, war als alpiner Skirennläufer, paralympischer Athlet und bin natürlich auch sehr stolz darauf, dass ich Markenbotschafter von VW Nutzfahrzeuge sein darf zum Thema Mobilität für Menschen mit Behinderung. Was macht der Markenbotschafter? Ich repräsentiere die Marke nach außen aufgrund, ja, VW sagt, Martin hat eine große Vorbildfunktion, ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie man auch mit Handicap aktiv leben kann und mobil sein kann und aufgrund von meinen Lebensgewohnheiten. Einmal als Trainer, als Co-Trainer der Nationalmannschaft habe ich immer viel Equipment dabei, aber als Familienvater nutze ich den T6 jetzt natürlich, dann hoffentlich auch bald, aber bisher den T5 natürlich voller Freude und der ist mir jeden Tag ein guter Partner in meinem alltäglichen Leben. Das heißt, da kennst du dich ja auch bestens aus. Wir sehen hier schon mal einen Kassettenlifter. Du kannst uns mal nebenher zeigen, wie der funktioniert. Und Gerd, dann natürlich auch noch eine Frage. Wir haben jetzt auch gesehen, beim Sitz vorne, da gibt es jetzt natürlich auch einige Highlights schon. Wir kennen alle Turny-Schwenksitze und. Aber ihr habt auch schon was Tolles eingebaut hier im T6, was es da neu gibt. Genau, neu ab Werk ist eine elektrische Sitzverstellung, eine elektrische 12-wege Sitzverstellung, was Menschen mit einer Behinderung natürlich einen besonderen Komfort auch bietet. Okay. Also einige Highlights, wirklich nicht nur die Form ist anders, war da auch wirklich einiges vom Interieur, wie gesagt, ist natürlich eh ganz neu, sieht richtig super aus. Platzangebot haben uns ganz viele gefragt. Ist auch ein bisschen von der Ausmaße größer geworden oder seid ihr da gleich geblieben? Da sind wir im Vergleich zum T5 gleich geblieben, da hat sich nichts verändert. Und jetzt Umbaumaßnahmen, großes Thema, ist der T6-Bus schon bereit für alle Umbaumaßnahmen, was wir kennen, so Handbediengeräte und? Absolut, da sind wir schon bereit. Da sind wir so aufgestellt, dass wir im Vorfeld während der Produktentwicklung und während der Entstehung schon mit den Aufbauherstellern, die diese Einbauten später einbauen sollen, in Kontakt treten, die einbinden und im Vorfeld dann prüfen, ob die Einbauten dann auch in Zukunft realisierbar sein werden. Okay. Dann großes Thema Heckklappe. Wir haben ja der Caddy. Und da ist oft für mich auch das Thema gewesen, Mensch, die Heckklappe, wenn die irgendwie elektrisch gehen würde, man die programmieren könnte, aber hier, erzähl's, komm, das ist der Hammer, ich hab's gesehen, die Heckklappe ist jetzt auch was? Sie ist komplett elektrisch bei Multivan. Die Bestellbarkeit wird ab Januar gegeben sein. Da setzt dieses neue Highlight dann auch ein. Sie ist sehr bequem zu bedienen, über verschiedene Bedienstellen im Fahrzeug, über die Heckklappe selbst mit einem separaten Taster und über den Zündschlüssel bedienbar und programmierbar. Das heißt, ich kann vom Rollstuhl aus genau die Position der Heckklappe wählen, wie weit soll sie aufgehen, damit ich dann an alle Sachen gut rankomme und das ganze Thema bequem bedienen kann. Okay.
Also Leute, wirklich spannend. T6-Bus, richtig gefragt. Der T5er war natürlich schon der Hammer. Jetzt hier haben wir natürlich ein Modell, wo noch geil aussieht, noch mehr Innovationen drin hat, von Haus aus, von VW aus schon. Da wirklich vorbeigehen, beim VW-Händler Probefahrer angucken und dann unbedingt umbauen lassen, weil das ist natürlich der absolute Kracher. Dann bedanken wir uns erstmal, Gerd, bei dir für die ersten Informationen. Bis bald, euer Olli und Willi und der Martin. Und der Gerd von VW. Vielen Dank, Olli. Ciao, tschüss.